Mehr nicht. Achso, mehr nicht. Ja, gut. Und? Nee. Foto gemacht. So, hast du noch Zeit oder wir haben jetzt eine Stunde? Wir können gerne noch ein paar Minuten machen. Weil wir haben jetzt, haben wir schon alle durchprobiert, ja, ne? Bei Sparkman waren wir schon und bei Shadowman waren wir auch. Ja, aber Shadowman haben wir nicht hingekriegt. Dann probieren wir das mal gerade noch. Sehen, was das jetzt hier wird. Ja, ein paar Minuten können wir gerne noch machen, so ist das ja nicht. Ich weiß ja nicht, du hast ja noch eine Farbe. Nö, wir können, ja, wir können da noch ruhig ein paar Minuten. Ich will ja jetzt nicht dran schuld sein, dass du da... Nein, hör mal, nein. Ich nehme jetzt Zeit für dich ein bisschen hier, da kriegen wir noch hin. Boah. Ist mir doch eine Ehre, dass ich dabei sein darf. Wenn man hier eine Ehre, du darfst jederzeit dabei sein, Mann. Yo, Mann. Glückwunsch übrigens auch nochmal für über 400 Abonnenten. Ja, ich habe jetzt 401. Yeah. Das liegt bestimmt nur daran, dass du jetzt einen neuen Avatar hast und alles und einen neuen Kanalbanner. Was jetzt alles so hübsch aussieht. Ja, ich mag das voll mit der Farbgebung und vor allem mit den Haaren, das finde ich immer so geil, so wie du die hast. Ja, echt? Ich finde meine Haare auch toll. Ja. Dem Dennis ist das scheißegal, ne? Die könnten auch grau sein, die Haare, aber... Ich finde das super, ich mag das so. Ich wollte mir die auch mal so knallrot färben, mal eine Zeit lang. Aber? Ja, vielleicht mache ich das auch nochmal irgendwann. Aber da müsste ich halt gucken, da müsste ich ja den Bart eigentlich auch mitfärben, ne? Das sieht doch was geil aus, schwarzer Bart, beziehungsweise dunkelbraun und dann rote Haare, knallrot. Ich fände das... Meinst du, es geht? Ich denke schon, aber Bart färben würde ich nicht machen, der wächst zu schnell. Der wächst. Ja, so Strähnen hast du dann. Ein Strähneffekt. Ich fand das gestern so geil, wie Rick einfach mal bei Alex so verschiedene Frisuren und sowas draufgepackt hat. Und der Schnurri. Ja, der Schnurri, das sah so geil aus. Ah, schön. Ja, mit dem habe ich auch eben gequatscht. Der hat mir auch einen neuen Kanalbanner gemacht. Und neue Stream-Masken nochmal ein bisschen modifiziert. Also wenn wir jetzt zum Schluss noch den Shadow Man fertig machen, das wäre cool. Das wäre der Burner. Echt mal. Dann also können wir eigentlich zufrieden sein. Ja. Sind wir überhaupt schon mal bis zum Shadow Man gekommen? Ja, der hat mit seinen Shuriken oder Shuriken. Genau. Wir haben sogar 2-3 Mal gegen den gekämpft, aber dann haben wir hinterher gesagt, ja komm, versuchen wir erstmal was anderes. Ja, weil er so heftig war. Richtig. Ja, wir haben noch nicht so ganz das Rezept gefunden, das Beste, was wir gegen ihn irgendwie in der Hand haben. Ja, vielleicht ist es ja... Ich weiß aber auch nicht mehr, welche wir jetzt ausprobiert hatten. Ich werde einfach mal eins von den neuen... Ja, mach mal, das machen wir mal so. Needleman, ich glaube Needleman ist bei dem, glaube ich, ganz gut. Also wenn ich mal irgendwann irgendwas von Mega Man Let's Playen sollte... Dann darfst du auch gerne dabei sein, natürlich wieder als Gast. Dankeschön. Wobei ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, weil ich habe ja schon, hatte ja damals schon in unserem ersten gemeinsamen Livestream mit dem Alex, hatte ich ja zum Beispiel schon bei Donkey Kong mal so ein paar Probleme. Bin ich mal gespannt. In Donkey Kong Country. Ich muss auch irgendwann mal Donkey Kong Country Returns spielen. Oh. Dann habe ich endlich mal einen Wii-Titel bei mir auf dem Dings. Kann man denn von der Wii auch direkt so über Grabber aufnehmen? Ich weiß das gar nicht. Ja, ich habe so ein... Ach, wie heißt das? Das ist auf jeden Fall so ein fünfspänziges Kabel, keine Ahnung. Das klingt wie so ein Monster aus Harry Potter oder so. Das fünfschwänzige Kabel, so der dreiköpfige Hund, so der Cerberus und dann das fünfschwänzige Kabel. Gibt's nicht irgendwo die dreischwänzige Katze? Ist das nicht bei Harry Potter oder so? Ich weiß es nicht. Irgendwoher kenne ich das. Oh, ich bin drunter durchgerutscht. Hey, cool. Das war stylisch. Ja. Ja. Ja, das war's. Ja. Das okay. Ist richtig. Fast volle Energie, aber nur noch sehr ein gut, Leben. Sehr gut. Ja, das kriegen wir hin. Keine. Okay, Needleman habe ich gesagt. Komm, den machen wir jetzt locker kalt, Julle. Das kriegen wir hin, hör mal. Oh, bitte lass Needleman die richtige Waffe. Julle. Der springt auch nicht, ne? Nee, ich glaube, der springt. Doch. Bringt's mal gar nicht. Was war denn an dem so scheiße? Eigentlich alles, ne? Ja. Was macht er hier? Ach, das war der auch in der Luft, glaube ich, so stehen bleiben kann, wenn er will.
Ja, toll, jetzt kann ich nicht schießen, weil dieses Ding da rumfliegt. Ach, und dann kann man nicht schießen. Ach so. Ja, weil das ist. Das ist ja fies. Oh. Das ist ja echt richtig fies, hör mal. Aber es hat getroffen. Hihi. Aber das ist auch nicht die richtige Waffe für den. Hm. Ich habe jetzt nur noch ein Leben, ey. Also mein letztes jetzt. Hm. Probiere ich jetzt bei dem Topman. Weil Topman, das ist so eine Harakiri-Attacke. Ja, ich weiß, in den Gegner halt reinspringen. Ja, ich weiß halt auch noch nicht, was wir. Also ich weiß nicht mehr, was wir vorhin schon probiert hatten und so. Versuch einfach mal. Ja, ich versuch's einfach mal. Wir haben ja nichts zu verlieren. Ja, außer ein Game Over. Außer ein Game Over, ja. So, komm. Das ist es! Topman ist es. Ist das denn wirklich so, dass immer nur ein Gegnertyp die besiegen kann? Oder kann man das theoretisch gesehen auch mit den anderen schaffen, wenn man Glück hat? Man kann das auch mit dem... Oh, fuck. Man kann das auch mit den anderen schaffen. Ah, der ist es, ja. Ja. Das ist quasi so ein Stern. Stein, Schere, Papier-Prinzip. Ah, okay. Das ist cool gemacht. Wollen wir den jetzt noch probieren nochmal? Ja. I want you to shove it. Boah, dann fehlt nämlich nur noch Sparkman. Und wir haben dann auf jeden Fall die richtige Waffe für Sparkman. Nur weiß ich noch nicht, welche das ist. Wir können von mir aus auch den Sparkman noch probieren. Ich hab gerade irgendwie Bock. Dave! Was denn? Du bist so verabredet, Mann! Ja, das kann ja gleich auch noch dazu stoßen. Der Alex quatscht ja schon mit der Steffi. Das kriegen wir noch hin. Ich hab Bock auf Mega Man! Mega Man! Mega Man! Ach, er hier wieder. Wir verstehen uns, Jule, wir verstehen uns. Ich find das gut. Als würden wir uns schon, weißt du, 10 Jahre kennen. Und alles fing eigentlich damit an, das kann man ja mal so ein bisschen erzählen hier für die Zuschauer, die das nicht wissen. Ja, ich habe dich 2-mal geblendet im Prinzip. Ja, genau. Damit fing es alles an. Und ich habe erst wirklich gedacht, ohne Scheiß, dass die Jule irgendwie was gegen mich hat und dass ich irgendwie jetzt nicht so ihre Sympathie habe, weil ich sie halt da so geblendet habe auf dem Zug zu ihr Treffen 2014 bei der Alina. Vor allem, weil ich dann total pissig bin und die Leute gar nicht mehr ausstehen kann, wenn mich mal jemand blendet. Ja, ich weiß ja nicht, weil ich hätte es jetzt schon verstehen können, dass du davon genervt warst. Ich habe dich ja nicht extra geblendet. Ich wollte halt alle nur einfach so einfangen und so. Und ich habe immer dann genau bei dir so ins Face so rein, you know. I'm sorry for that. It has hurt my soul. It has hurt my eyes. Ja. Aber danach, irgendwie kam er dann wieder so ins Gespräch und dann dachte man, ach, wir verstehen uns ganz gut. Ne? Wir sind jetzt so sympathisch immer. Ja, vor allem kenne ich jetzt auch mal ein paar Leute, die gerne YouTube-Kacke gucken. Ja, kannst du mit dem Dönes ja nicht machen. Nee, der steht da gar nicht drauf. Weil ich ja nicht so ganz verstehe, warum der das nicht so mag. Vielleicht versteht das auch einfach nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er es nicht mag. Als ob Dennis nur sinnvolle Sachen macht. Ja, stimmt. Also das ist ja auch irgendwie so ein bisschen fadenscheinig von Herrn Dönes. Da hat er sich auch noch nicht drüber beschwert, dass ich nur mal Dönes nenne. Nee. Ich hätte mich ja gewundert. Hätte gedacht, da kommt mal ein Spruch von ihm. Aber nee, kam nicht. Aber ich glaube, das ist ihm ziemlich egal. Aber ich habe das ja auch zu ihm gesagt. Der hat so, viele seiner Zuschauer sind viel zu nett zu ihm. Der braucht mal ein bisschen Kontra. Es ist so. Warum? Weiß ich nicht. Ich finde, das formt einen Menschen so ein bisschen noch. Wenn man da so auch mal ein bisschen Kontra kriegt. Vor allem, er ist ja echt gut, mit dem man sich auch so über andere Sachen als über Let's Plays oder so unterhalten kann. Also von daher, also als ich letztes Jahr bei ihm war, wir haben auch über viele, viele andere Sachen gesprochen. So. Mhm. Das war voll cool, also muss ich sagen. Ist er ein guter Junge, ist er. Ja. Er ist guter Junge. Hast du dir schon einen richtigen ausgesucht, Jule? Gibt auch keinen besseren. Nee. Ist auch der einzige Dennis, der mir irgendwie sympathisch ist. Oh, scheiße, die Cartridge spinnt. Das ist nicht gut. Siehst du das? Die sind so Streifen. Ja. Mega Man hat nur noch ein Auge. Das ist alles so streifig. Warum kommt denn das? Weil die Cartridge anscheinend gerade keinen Bock hat.
Das sieht aber lustig. Ich hoffe mal, dass sie gleich noch das Dings vernünftig anzeigt. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg, jo. Hätte nur noch ein Auge? Pirate? So. Jetzt aber, genau. Finish. Harakiri! Yay! Yay. Ja. So viel mal dazu einfach mal, ne? Ja, Sternschein. Oh, Sternscheinepapier. Sternscheinepapier? Ja. Sternscheinepapier ist auch geil. Steinscherepapier. Ja, ja, schon klar. Sternscheinepapier. Oh, sehr schön. Was haben wir hier? You got Shadowblade. Oh Gott. And Rushmary. Und jetzt machen wir noch den anderen. Nein, ich hab's weggedrückt. Nein, Jule, was machst du? Das Gute ist, ich hab's ja aufgenommen. Und jetzt hoffe ich nur, dass... Obwohl, es ist eigentlich jetzt egal, ob die Aufnahme kaputt ist oder nicht, weil ich muss das dann eh nochmal machen. Oh. Sparkman! Sparkman! Ah. Was ist denn der Sparkman da nochmal? Ja, genau. Das, ist das, mit das war das mit diesen komischen Pokébällen da, ja, die da rumlatschen. Mit den Bopfeln. Ja, die Musik höre ich leider nicht, das ist das Problem. Aber die höre ich ja hinterher. Aber ich habe mir die Musik ja von Mega Man 1 habe ich mir schon mal besorgt. Ja, ich finde sowieso, Mega Man hat einen sehr geilen Soundtrack. Gibt es überhaupt irgendein Mega Man Spiel, was jetzt nicht so geil ist irgendwie? Oder? Also mir persönlich gefallen die Mega Man X Teile nicht. Das sind die für den Super Nintendo. Mhm. Aber ich weiß nicht warum. Hm. Aber mir gefallen die irgendwie nicht. Keine Ahnung. Wie viel gibt's denn überhaupt, wie viele Mega Man Spiele? Also für... Also es gibt Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6 für den Super, für den NES. Mhm. Dann gibt's Mega Man 7 und Mega Man 8 für die PlayStation 1, glaube ich. Mhm. Mega Man 9 und Mega Man 10 ist im Style von Mega Man, also für NES, ist für die PlayStation 3. Und dann gibt's noch Mega Man 12. Und dann gibt's noch Mega Man X, also die Mega Man X-Reihe. Mhm. Ach, fuck. Flackerschocks und so. Also Mega Man X gibt's dann noch. Da gibt's dann Mega Man X, keine Ahnung. Und dann gibt's noch andere Mega Mans. Und also es gibt ganz viele Mega Man-Spiele. Krass. Aber die also einzige... So ein bisschen leicht übertrieben, so wie bei Final Fantasy, könnte man sagen. Ja, quasi, ja. Von der Anzahl der Spiele her. Nur, dass das nicht so einen riesen Umfang hat an Spiel wie Final Fantasy. Oh, nee. Mhm. Achso, das ist jetzt erst die erste. Okay. Also, das sind jetzt im Prinzip die Gegner, die wir jetzt eben in diesem einen Hauptbildschirm da gesehen haben. Das ist im Prinzip auch das gesamte Spiel. Also, es gibt jetzt nicht noch irgendwie eine andere Dingensbummens. Also, wenn wir jetzt... Achso, ja. Wenn wir die 8 Gegner jetzt besiegt haben, müssen wir noch gegen 4 andere spielen. Das ist dann so eine Mischung irgendwie. So. Uh-huh. Das ist aber erst seit diesem Mega Man Teil so, weil das ist, ach Gott, wie Gamma heißt der. Das ist dieser Roboter und der vermischt sich dann mit anderen. Ah, irgendwie. Okay. Und dann müssen wir gegen ein paar Zwischenbosse kämpfen. Mhm. Ja, und dann treffen wir auf Dr. Wily. Und dann ist das Spiel zu Ende. Ah, ja. Man muss dann nochmal alle 8 Roboter hier hintereinander besiegen. Mhm. Jetzt ohne den Level davor, halt nur der Endboss. So, ich dachte, jetzt kommt irgendwie jetzt ohne Scheiß, ne? Ohne Scheiß, ne? Ach, da kommen wir ja der Evanescence-Folge, ne? Mhm. Hey, Klatsch. Ich hab sogar 2 Alben von denen. Ey, ja. Dann hast du bestimmt Fallen und The Open Door. Ja. Wer weißt du das? Tja. Der Open Door habe ich mir aber nur gekauft wegen irgendwas mit Sober. Call Me When You're Sober. Genau, das war das einzige Lied, was mir da drauf gefallen hat. Das war die Single, ja.